blöd. War Blödsinn. So, dann holen wir da oben die Sonnenblumen wieder ab. Ich habe schon ein paar gekauft. Ich werde auch noch einmal aufstocken, weil mir der Zeitrahmen für die Reproduktionszeit ist mir noch zu gering. 1 Stunde 25 bei 842. Da kaufe ich schon einmal ein paar Rinder. Ich habe eh genügend Geld. Von daher ist es egal. Ja, werde ich auch machen. Ich werde aber die Tiere direkt kaufen. Ich werde mir es gleich liefern lassen. Ich werde es nicht mit dem LKW transportieren, sondern ich werde mir es so gleich liefern lassen. Das ist, weil 14 hin und her fahren, weil das ist ein bisschen wenig. Das rechnet sich nicht so. Ja, aber so viel habe ich nicht. Haha. Körnermais, Sojabohnen. Also meiner Rechnung nach sind es 300. Weil ich 2x90 habe und 1x120 sind 300. Aber wir langen 120 zum Ausliefern.
Eieiei, Zuckerrüben baue ich nicht an. Das ist mir das Ernten zu doof. Ja, da hast du aber eine ganze Menge, da hast du 1,5 Millionen Liter. Feld 5, ja, da kann ich es mir vorstellen. Bei Feld 5 ist das zusammen. Aber da hängst du halt auch mindestens 3, 3,5 Stunden dort, gell? So, wie viel haben wir jetzt von allem? Acht Soja, 217 Sonnen. Wir stängern die. Naja, es haben wieder brutal gefallen. Pacific Grain 2000er. Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen, dass das gefühlt Tage gedauert hat. Muss ihn wegfahren, hilft mir nichts.
Machen wir mal wieder voll. Wird's eh mau ausschauen jetzt. Uiuiuiui, da wollen's wieder alles. Ja, das habe ich auch vorgehabt. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Ich habe ja auch eine Zeit lang das Futter mit den Förderbändern reingefahren. Allerdings habe ich festgestellt, dass er dich da bescheißt. Also beim fertigen Futter bescheißt er dich. Und er bescheißt dich auch, wenn du hinten aus der BGA mit dem Förderband in LKW verlädst. Bei der BGA habe ich, oder auch beim fertigen Futter, ich habe das Fertigfutter vom Boden aufgenommen und direkt in den Auflieger gekippt. Da sind statt 59.000 Liter sind in den Auflieger auf einmal 110.000 Liter reingegangen. Also ist das mit den Förderbändern manchmal nicht so der Reißer. Sprich, ich habe also im Großen und Ganzen in mein Förderbandsystem so um die 600.000 bis 700.000 Liter verloren. Deswegen bin ich da jetzt wieder umgestiegen und mache das so. Das Förderband, wo jetzt die Silage einkippt, das macht gut. Das arbeitet richtig. Das gibt 1:1 weiter. Aber alle anderen haben mich beschissen und da habe ich dann gleich wieder umgestellt, das mag ich nicht. Ich hoffe ja, dass er bald mal wieder der Kuhn kommt, weil mir der tausendmal lieber ist als wie der Silo King. Mit seiner blöden Lenkung der Silo King.